Hey Leute, willkommen zurück zu The Evil Within 2. Wir haben Stefano haben wir Sie gestellt. Sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihrem Am Arsch, ich krieg dich. Wahrscheinlich jetzt nicht, aber... Ui! Oh, was ist jetzt schon wieder? Ich knüpfe ich mir vor, du Arschloch. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Danke, Sebastian, du hast es ausgesprochen. Ach du Scheiß. Was? Wow. Natürlich ändert sich einfach mal die Gravitation. Oh, ja, genau. Tentakel finde ich super. Ihr auch, ja. Scheiße. Ja, ja, cool dann. Versteckspiel vor dem Tentakel-Gesicht. Hört sich an wie Laser irgendwie. Wissen hat's was von Scarecrow bei Batman. Kennt ihr diese Level mit Scarecrow? Und wieder zurück, ne? Fand ich sehr geil. In Arkham Asylum. Nee, jetzt schnell. Oh nein! Alter Schwede, du hast betrogen! Du hast betrogen! Macht man aber nicht. Hat einfach mal ganz schnell hier die Richtung gewechselt. Hey. Oh, das wird wehtun, Sebastian. Ah! Oh, gut, ausgeglichen. Was? Achso, ich dachte, ich kann das Bild nehmen. Okay, ich kann mich auch unter die Plattform stellen. Boah, dieser Stefano, ich will ihn erwischen und... Weiß nicht, ihm sein ganzes Spielzeug abnehmen. Oh Gott. Oh. Nein, nein, nein. Was? Ich bin hier nicht sicher gewesen. Scheiße. Oh. Davon habe ich schon immer geträumt. In Cthulhus Bad zu sterben. Das ist ein Wunsch. Ein Wunschtraum. Na, ich sollte vielleicht vorher mal gucken, wo der Schatten hier überhaupt hinwandert, ne? Also, wo kann man sich in den Schatten setzen? Und was ist hier gefährlich? Ich habe mal ein bisschen zu lange gewartet, gebe ich zu. Oi, der ist echt kurz der Abstand hier. Das ist echt ein bisschen knapp so, wenn man jetzt eigentlich losrennt, ist man schon tot direkt beim ersten Mal, so was ich gemacht habe. Oh, schnell. Da kommt er jetzt bestimmt wieder, ha? Huh? Oh, Scheiße! Sebastian, nicht gucken, laufen! Oh. Laufen, Mann! Da ist die Tür! Ach du Scheiße. Okay, wo zum Teufel ist der hin? Ja, nicht mehr hier, ne? Was ist das? Ist das von ihm diese Kreation oder ist das von der Person, von der Frau? Hey, wo bist du? Oh nein, hier kommt Obscura. Oh. Was? Hängt ein Spiegel? So viel Großzügigkeit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe schon zweimal rotes Gelee übrigens. Und wie viele Elektroballs ich jetzt machen kann? Ist das so ein Wink? Wink, wink, dass ich jetzt auf jeden Fall Elektrobolzen machen sollte? So. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, also Filmkameras mit ihr wisst schon, ganz normal mit dem Zello... Wie heißt das? Zelluloid-Film? Nein. Ach, auf jeden Fall diese Kameras mit dem Film, den man einlegen muss. Das ist gar nicht mehr so typisch. Also Dunkelräume, solche Dunkelkammern, die gibt es so gar nicht mehr, oder? Wahrscheinlich gibt es noch einige, die machen das wirklich, so klassische Fotografie. Und entwickeln das selber zu Hause. Aber ich finde eigentlich, das ist so ein bisschen altbacken, hä?
Na gut, was weiß ich schon. Irgendwie ist es schon cool, aber... Oh, wäre mir zu aufwendig, glaube ich. Na komm, wie viel kann ich denn machen? 12! Oh yeah. Ich finde allein schon die Rauchbolzen. Das ist eigentlich ein bisschen zu imbar. Ja, durch genau zwei. Ne, ich habe sogar noch mehr hoch. Man sieht halt die in der Waffe nicht. Ja, Kätzchen, ich kam gleich. La Katze, die Kuroneko. Ich habe aber leider keine. Oh. Leider keine. Willkommen zurück, Detective. Hallo. Ich habe kein Dia für Sie. Okay, jetzt müssen wir ein anderes Mal Dia-Abend machen, ja? Versprecht ihr, wir holen das nach. Immer noch. Schade. Ich will gar nicht auf die Tafel gucken, ihr wisst, was ich mir holen möchte. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte davon. Ich würde auch gerne nochmal mit Tatjana quatschen, aber ich habe es letztens probiert. Man hat halt echt keine neuen Dialoge mit ihr. Ist echt schade. Hab schon mal gesagt, da wünschte ich mir fast, man hätte da ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Aufwand reingepackt. Mit den Dialogen und so weiter. Das hätte ich echt cool gefunden. Ich möchte ja auch mehr rausfinden über die Charaktere. Wahrscheinlich, ich wette mit euch und ich freue mich schon wirklich drauf auf die DLCs, dass da wieder welche kommen werden. Ich fand die ersten ziemlich geil, auch wenn das bei Kidman so ein bisschen anstrengend war, weil sie einfach nicht schießen konnte. Die ganze Zeit. Kätzchen! Hallo, Kuroneko. Oh, putz dich erstmal. Genau, Kätzchen. Hätte kein Futter hier. Arme Katze. Wow. Und direkt wieder Horror, Mann. Diese Horror-Musik. Okay, das war wohl nur der... Das war nur die Begrüßungsmusik, der Begrüßungsjingle. Er ist der Fano. Oh, wir sind wieder am Anfang im... Ja, wir sind wieder in diesem komischen Gebäude. Ey, ganz ehrlich, der Typ... Er hat Angst. Der haut die ganze Zeit vor uns ab. Der ist nicht großspurig und sagt hier... Oh, scheiße. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinierend. Ich mach dich fertig. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte. Die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche sie hier, um das Werk zu vollenden. Ja, was ist Kunst ohne jemanden... Das werden wir ja sehen. Was ist Kunst ohne jemanden, der es scheiße findet? Ist wirklich so. Alleine schon, dass Kunst... Wenn sie Kunst polarisierend ist und du regst dich darüber auf, wie scheiße das ist, dann bist du Teil der Kunst. Und du schaffst damit Kunst. Du hilfst dem Künstler, seine Vision wahr werden zu lassen. Weil ganz ehrlich, ich glaube, viele wissen, wenn sie Mist machen, so in der Kunstform und dann... Oh nein. Er hat überall diese Leichen hier platziert. Nicht, dass da noch was Fieses mitkommt. Es hat so ein bisschen Saw-Ausmaße gerade. Der Fano könnte der neue Jigsaw sein, wenn... Ist ja ein Jigsaw sein. Jigsaw sein, wenn ihr mich fragt. Das ist übrigens gerade nicht im Spiel, das ist euer Monitor, was hier so flackert. Ihr solltet ihn austauschen. Nein, es ist ein Effekt. Keine Angst. Es ist nur ziemlich verwirrend, ich weiß. Ich will wo anrufen. Oh. Na gut, seht ihr mal, ich benutze immer das Falsche zum Heilen. Hier hat er uns das erstmal reingeholt in seine Welt. Kranke Sau. Oh, ich bin bestimmt. Zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Was? Soll ich jetzt kämpfen oder was, du Sau? Peter. Sebastian Castellanos, ich hab's mir schon gedacht, ne? Ich bin das Kunstwerk, du Arsch. Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen.
Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Och nee, lass mal. Du nutzt wieder deine Kamera, oder du kleiner Feigling? Lass mich. Was ist denn hier alles? Das wird jetzt wehtun. Nein, nein, nein. Aha, tut weh, ne? Das wirst du bereuen. Es brennt, sagt er. Ich bin gleich mal was auf dem Pelz. Ich knapp dich mir vor. Oh, scheiße. Den guten Pfeil habe ich verschwendet für dich. Das brennt. Du fängst an, mich zu langweilen. Ja, und du mich? Es gibt keinen Kopf. Oh, oh. Oh. Henna, wie er trifft. Okay, okay. Das brennt. Du, ja, wie hält der denn so aus? Langweilig. Wie viel hältst du noch aus vor diesem Fall, Mensch? Lächel für die Kamera. Nee, lass mal. Wow, ich habe ihn. Also, aber ich glaube nicht tot. Das reicht mir jetzt. Stirb! Jetzt! Endlich! Oh nein, jetzt ist er sauer. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Oh, was? Was, was, was? Oh, kannst du mir den Tentakel weglassen? Oh. Ja, natürlich. Der haut einfach mal da durch. Oh, scheiße. Das ist nicht abzuschätzen, oder? Okay, Pistole. Okay, okay. Er kommt jetzt bestimmt gleich wieder her, ha? Ich krieg's selber ab. Na, ist egal. Dafür wirst du bezahlen. Flucht ist zwecklos. Na komm. Komposition. Was? Banause. Verdammt. Dafür wirst du bezahlen. Oh, Penner. Verstecken ist zwecklos. Oh, komm schon. Er kommt gleich wieder, ne? Ich reiß dich in Stücke! Versuch's doch! Gib mir dein Blut! Verdammt! Du Penner! Dafür wirst du bezahlen! Darf ich aber nicht! Verdammt! Oh, Scheiße! Diese Kackbacke! Mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Oh nein. Hol die Tentakel wieder. Bitte nicht. Oh, hol doch nicht. Oh, der haut jetzt hier alles klein, oder? Trifft er mich hier? Oh nee. Hier haust alles du nichts weg, ne? Das muss man selber machen. Du bist ein Mistkerl. Ich reiß dich in Stücke. Das ist doch. Flucht ist zwecklos. Oh, habe ich nichts für. Ich habe keine Muni mehr. Verstecken ist zwecklos. Blute für mich. Oh. Alter. Hör doch mal nicht auf. Blute für mich. Ja. Du bist ein Penner. Ja, sehr schön. Okay, da war jetzt nicht so. Ich muss sagen, er hat mich nicht erwischt, aber hätte er das, dann wäre es bitter geworden, glaube ich. Der Vorhang fällt. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Sieh sie mir ins Gesicht. Sebastian.
Zeit. Für ein letztes Foto. Dankeschön. Ich dachte schon. Lily! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa. Nein, bist du nicht. Papa ist tot. Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt, aber das stimmt nicht. Lily, bitte, ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Oh, siehe. Ist das... Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Ich hab's euch noch gesagt. Ich hab gesagt, das ist Myra. Seine Frau. War jetzt ein bisschen offensichtlich, aber... Boah. Wie sieht sie aus? Sie ist das komische Blasenmonster. Boah, mir ist gerade ein bisschen schlecht. Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Natürlich, ich glaube, sie sind ehrlich zu dir. Aber ich würde schweigen, wenn sie mich hineinlassen. Verdammt. Ich sag euch, Kidman ist eine gute, aber sie darf nicht, sie kann nicht anders, weil ihr Chef, das ist ein ganz schön furchterregender Mistkerl. Ein anderes Übel, Kapitel 9. Daddy. Ja, Mann, die Sammel-Items. Ja, mein Gott, ich übersehe halt ein paar Sachen. Aber es ist halt so, Leute, an die eigene Nase fassen. Es geht hier nicht darum, dass ich alle Items finde, das ist doch kindisch. Oder? Oder? Nein, ist mir egal, komm. Spaß haben, Leute. Ich hab Spaß am Spiel. Habt ihr doch auch. Ihr seht's nicht gut aus. Das ist nicht mein Büro. Und Kuroneko ist nicht da. Och. Das wertet alles ein bisschen ab. Wo ist der Spiegel? Das natürlich auch. Ach, du Heilige. Wenn wir jetzt nicht mal mehr in unserem eigenen Büro oder beziehungsweise Gedankenpalast sicher sind. Wo bin ich denn jetzt? Cool, ich habe keine Munition, Mann. Was ist hier los? Ich hätte wenigstens noch was schmieden sollen. Also, ist jetzt nicht so, als hätte ich noch viel Pulver gehabt, aber... Ach Gott. Vom Regen in die Jauche, sag ich mal, ne? Also ich weiß, ich schleiche halt immer. Ich schleiche, weil ich das gerne mache. Wäre das cool. War ganz schön heiß, was ihr beiden da gemacht habt. Dann ist nur noch das Pulver übrig geblieben, ha? Und Asche. Irgendwie ist hier so gut wie kein Geräusch, kann das sein? Es ist so leise. Warte mal.
Nicht, dass es gleich irgendwie losblökt und dann werde ich taub. Ich habe jetzt gerade ein bisschen lauter gedreht bei mir. Ich hoffe nicht. Okay, ne, dann vielleicht was am Altar oder ich gehe doch mal hier raus wieder. Kann ich wieder zurück? Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Ja. So wie ich das jetzt sehe, würde ich sagen, es ist eine ziemlich abgefahrene Streitaxt, aber es ist wohl irgendwas Religiöses. Beziehungsweise... Ich muss fast so ein bisschen an Bloodborne denken, ich weiß auch nicht. War auch nichts mehr sonst, oder? Wenn ich was vergesse. Wenn ich das hier einen Tobsuchtsanfall bekomme. Ach komm, ich hab euch. Okay. Oh, Kinder, ich habe halt echt keine Munition. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, die Schrotflinte, die wird schon richten, oder? Willkommen zurück. Sie sollen antworten. Ich werde Ihnen helfen. Okay, danke. Immerhin. Wer? Was war das? Also immerhin heißt man mich willkommen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, was man erwarten könnte. Hey, danke. Es gibt Geschenke. Oh, ich dachte mir schon, ich muss da runter, deswegen... Mal hier ein bisschen umschauen. Eine Spritze. Habe ich gar nicht... Hier war ich nicht... Ja, gut. Ich habe halt schon wieder den Koffer benutzt. Das ist so instinktiv, dass ich immer erst das Gute hier benutze. Ja. Benutze, weil... Weiß nicht. Die Spritzen, die sind eigentlich dann immer so ein bisschen cheap von der Heilung. Aber andererseits, ich habe ja auch mehr davon. Dann kann ich auch wieder mehr aufsammeln, oder? Weil so ein Koffer, ne, wenn ich den halt habe, dann ist voll. Ich lasse ungern was liegen. Verdammt nochmal. Was soll das? Och, komm schon. Ich bin im Folterkeller gelandet, ich hab's mir schon gedacht. Nee, warte mal. Na? Und? Sitzt sich gut, ne? Oh, Kinder, ich habe überhaupt keinen Bedarf hier. Ach du Scheiße. Das sieht richtig fies aus. Bei lebendigem Leib verbrannt. Und ich meine, es gibt Schlimmeres. Wahrscheinlich wäre es viel schlimmer, hier auf so einer Streckbank zu sterben. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Du wirst lachen, wie viel heute noch gefoltert wird heutzutage. Entschuldigung, ich lege die Nägel zurück. Es tut mir leid. Ich wollte die Nägel nicht... Doch, ich will sie schon, aber... Ich hasse sowas. Ich weiß nicht, wo es halt jetzt weitergeht. Ich möchte natürlich alles absuchen. Ihr wisst ja. Alles. Alles will ich mitnehmen. Versteht sich. Oh, ein bisschen viel Blut, ne? Und da sind wieder Gegner. Und ein Gang zum Reinkrabbeln. Leute, ich mach mal Schluss hier, glaube ich. Ist halt wieder ein bisschen kürzer, ne? Aber Doppelpart, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Gut. Danke fürs Zusehen. Es ist echt schön, dass ihr so mit kommentiert und liked. Das freut mich natürlich und unterstützt ungemein. Wir sehen uns wieder zu The Evil Within 2 und dann nehme ich hoffentlich den richtigen Weg. Bis dann.